Start. Bist du soweit? Ich bin soweit. Ja! So, dann wollen wir mal anfangen mit dem Intro-Gag, der hoffentlich nicht so lange geht, damit wir mal endlich weitermachen können. Und sind zwar, immer unlustig. Ja, eben. Und vor allem der heutige. Nein, der ist. Der ist eigentlich ganz schön. Und zwar, ja, am liebsten hätte ich ja diesen Intro-Gag jetzt schon vor einer Woche aufgenommen, aber da konnten wir irgendwie nicht. Und deswegen fangen wir damit jetzt mal an. Und es ist nämlich etwas Wundervolles beschlossen worden, vor mittlerweile über einer Woche. Und zwar, es gibt jetzt offiziell in der deutschen Sprache das große SZ. Ist das nicht geil? Ich bin begeistert. Was habe ich mich darauf gefreut? Endlich ist es soweit. Ja, endlich. Ich war auf Kundgebungen jahrelang. Endlich kann ich sagen, ja, ich habe etwas bewirkt. Scheiße in Großbuchstaben. Genau. Und damit möchte ich auch gleich mal sagen, ich habe tatsächlich, ich hoffe, ich habe es dann im Endeffekt noch eingefügt, irgendwie nachträglich, vergessen, beim 200. Part zu sagen, Scheiße, 200 Parts. Weil der ist in der letzten Aufnahme und da habe ich es nicht gesagt. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich hätte. 200? Scheiße, 200 Parts haben wir schon. Ja, aber diesmal kann ich es in Großbuchstaben sagen. Endlich. Ja, nee, was ich eigentlich ansprechen wollte, was ja viel, viel wichtiger ist als das SZ, auch wenn das SZ jetzt nicht so unwichtig ist, ist, dass endlich die Ehe für alle beschlossen wurde. Wir können also das machen, was ich im ersten Part von Layton und Maske der Wunder schon angekündigt habe. Zusammen mit Weihnachten und Ostern. Und Geburtstag. Aufgeben, das Spiel zu spielen? Nein. Ich füge nochmal einen Clip ein. Okay. Jetzt, und dann musst du sagen, das meinst du. Okay, warte. So, füg mal den Clip ein. Okay, ich füg mal den Clip ein. Clip. Mark. Ja? Mark, es ist soweit. Ja? Es ist soweit. Oh mein Gott! Es ist oh so mein Gott! Es ist wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern und unsere Hochzeit auf einen Tag! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So schlimm! Das meinst du! Ja! 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 Was? Weihnachten, Geburtstag, Ostern und unsere Hochzeit auf einen Tag. Ein Glück wird es mit den anderen Punkten noch schwierig. Mal davon abgesehen, ich hab schon jemand anders. Ich auch, ich hab ein Anime-Kissen. Ich will auch ein Nein, Moment. Ich will trotzdem auch ein Anime-Kissen. Nein, aber da fällt mir drauf gedruckt, da hab ich aber jetzt eine gute Geschäftsidee. Und zwar Anime-Kissen mit Amazons Alexa. Die dann auch sagen können, ja, ich will. Und die dann auch nach der Hochzeit anfängt, sich wie ein Mensch zu verhalten oder wie eine Ehefrau, so von wegen, Schatz, du hast schon wieder vergessen, Milch zu kaufen. Ich hab Kopfschmerzen, hätte ich jetzt eigentlich eher gedacht. Auch. Ja, okay, ich glaube, wir sind schon 3 Minuten 30 drin, das ist genug für den Intro-Gag, falls wir irgendwas vergessen haben, heben wir es uns für den nächsten auf. Ich glaube, du brauchst Viagra. Ich habe es für dich bestellt, Schatz. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich denke nicht, Dave. Genau. Fortsetzen. Wir machen mal weiter. Und der Spielstand ist mir nicht gelöscht worden, obwohl ich an meinem 3DS ein bisschen was noch geupdatet hingebogen habe. Ah ja, und ich habe an der Capture Card was hingebogen, deswegen müsst ihr euch nicht vom New 3DS aufgenommenes WLAN-Gameplay angucken. Und das ist was Positives, glaube ich. So, welchen muss ich nehmen? Den Stadtplatz. Der ist zumindest am weitesten fortgeschritten. Ich leuchte irgendwie so in meiner Webcam-Aufnahme, ich weiß gar nicht wieso. Dabei habe ich nur was Grünes an. Du leuchtest nicht, du strahlst.
Ja, dadurch kommt meine Brustbehaarung viel stärker raus, als sie eigentlich sollte. Fällt mir jetzt gerade so auf, wie ich jetzt so reinschaue. Nimmst du da oben ohne auf? Noch nicht, aber ich mach's nicht, wenn mich das weiter so stört. Wieso? Also, naja, obwohl, wenn man es eh sieht, dann ja. Dann macht es ja auch keinen Unterschied mehr. Also auf jeden Fall hier. Nächstes Mal ziehe ich mein Netzhemd an. So. Oh nein, sie haben Sophie verhaftet und machen sie für den Mord am Schöpfer verantwortlich. Darüber hinaus wird... Was denn? Siehst du die Überschrift? Das Schicksal nimmt Fahrt auf. Hui! Darüber hinaus wurde Inquisitor Flamberg ebenfalls vergiftet. Und all das vor dem Beginn des letzten Hexenprozesses. Wer wurde vergiftet? Wer wurde denn noch vergiftet? Verhaftet wurde. Ja, ist ja fast das Gleiche. Wir haben beschlossen, uns in zwei Gruppen aufzuteilen. Der Professor und ich versuchen, entlastende Hinweise zu finden. Wen habt ihr beschossen? Den Professor und mich. Es gibt nur einen Ort in Labyrinthia, der dafür in Frage kommt. Der Turm des Schöpfers. Du, ist es Absicht, dass das Bild so klein ist und drüber das große... Nee, das hatten wir das letzte Mal schon. Ich habe keine Ahnung, wieso Skype das tut. Ich erinnere mich dunkel. Egal. Apropos dunkel, ist es da auch. Mhm. Fast zumindest. Okay, gehe zum Glockenturm. Aber gibt es hier noch was zu holen? Nee. Nee, mit zu sprechen geht nichts, zu holen ist nichts, glaube ich. Oh. Verstecktes Rätsel, nein. Nicht mal Hinweismünzen? Was? Wie erwartet sind hier eine Menge Leute. Ach genau, Akane ist wieder nicht da. Die ist im Urlaub. Ja, schön. Ich kann ja nächstes Mal ohne dich weitermachen. Nein, ich meinte, weil die Urlaub hat. So. Mann. Aber danke für die nette Antwort, weil hättest du jetzt gesagt, ja, gerne. Ja, danke. Joe Dark. Ja, das wäre nicht so toll gewesen. Du willst ja auch wissen, wie es ausgeht, oder? Bevor Lady Layton dann endlich mal draußen ist. Zumal ich schon vergessen habe, wie es angefangen hat. Also, um was geht's da die waren mal? In London. Ich weiß noch, dass irgendwas mit einem Autounfall war. Ja, will crash. Also, would have crashed. Will have crashed? Nee, has crashed ist er ja jetzt. Bei dem Namen kein Wunder. Has crash. Nee, has gibt's nicht als Vornamen. Das gibt's als Hazard. Nachnamen. Hazard? Mhm. Ach so, du meinst. Das ist der Mario! Mach den Marius! Ja, auf jeden Fall Menge Leute. Ich mach mal weiter. Wenn man bedenkt, was passiert ist, ist das völlig normal. Es scheinen allerdings weniger Ritter in der Gegend zu sein. Nick, pass auf! Ein Ritter! Look! Ein armer Ritter! Aus dem Weg, aus dem Weg! Au! Schwächling, wer lässt sich denn von einem kleinen Schubs gleich umwerfen? Entschuldigt. Also wirft er mich um und ich werde dafür angeschrien? Das ist natürlich fair. Ich muss schon sagen, Nick, ich denke, du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Einen extrem überdramatischen Umfall. Sehen wir uns das nochmal in der B-Note an. In der Zeitlupe. Komm schon, Maya. Was hast du erwartet, wenn jemand in einer Rüstung aus Metall jemanden in einem Anzug anrempelt? Was macht ihr hier überhaupt? Dieser Bereich ist für Gesindel wie euch absolut verboten. Aber für Gesindel wie euch nicht, oder was? Wir, seht ihr, wir sind diejenigen, die so viele Narrateur verteidigen. Ja. Der Verrateur. Der Verrateur. Oh,
ihr müsst Herr Blaurock sein. Und das ganze Dorf redet von euch. Und das nicht in guten Tönen. Sondern so. La, la, la. Okay, das ist er. Bittsteller Blaurock, bla, bla, bla. Was irgendwie... Was? Nee, irgendwas mit Blaurock. Ich habe das leider geskippt, weil mein Stylus doppelt drauf ging. Ah, mein Stylus! Hä, haben wir da nicht einen Sound dafür? Ah, mein Stylus. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Ah, mein Stylus. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Ja. Ah, mein Stylus. Oh Mann. Soundception. Das waren noch Zeiten, als ich noch parallel mitgespielt habe. Aber warte mal, ich muss mal meine Soundbank irgendwie nochmal groß machen, damit ich sehe, was habe ich denn sonst noch so für Sounds? Hä, wir hatten Sounds? Warte mal. Hä, dafür haben wir keinen Sound? Ich kann übrigens sogar machen, dass du lachst. Hä? Seit wann hast du dafür einen Sound? Weißt du noch damals, als ich mal gedacht habe, ich könnte mal die täglichen Rätsel aus, ich weiß es nicht, ob es Layton 5 oder Layton 6, ob es die waren, machen. Und dass ich dann einen Soundmark brauchte und du mir da ganz viele Sounds aufgenommen hast. Ich erinnere mich dunkel, dass da was war. So ein Schmarrn. Was machen wir jetzt, Herr Professor? Du gehst in Urlaub und ich mach weiter. Mit Soundmark. Und was könnte Soundmark dann so machen? Irgendwie so, weiß ich nicht, YMCA singen oder keine Ahnung. Was für ein Scheiß! Was hab ich denn da alles gesagt? Hast du noch mehr? Ja, also ich wollte jetzt nochmal sagen, also wie gesagt, du kannst in Urlaub gehen, also tschüss, Marc. Tschüss. Mach's gut. Oh, was haben wir denn noch so? Oh, hier. Alter. Jawohl, Herr Inspektor. Mach du mal, ich trinke mal einen Wein. Was? Mach du mal, ich trinke mal einen Wein. Ein Glück habe ich meinen Alkohol, sonst könnte ich mir das nie antun. Wo, was war denn da der Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, für den Fall, dass ich mal so ewig an irgendwas brauche oder so. So wie jetzt gerade. Oder hier, das ist auch schön. Das hast du gesagt, nachdem wir, als wir miteinander Sachen gemacht haben, die nicht jugendfrei sind. Also ich bin schon fertig. Ich erinnere mich sogar noch, wie das war. Ich fand's auch merkwürdig, ich habe so einen Sound. In der Tat. In der Tat? Okay, ich glaube... Ah, oder... Nee, eins habe ich noch und dann geht's weiter. Wir waren halt schon vor der Lage. Hm? Wir waren halt schon vor der Lage mit der In der Tat. Ja, also hier eins habe ich noch. Das ist nur ein Soundfall. Ich bin eigentlich gar nicht da. Ich könnte das die ganze Aufnahme machen, aber wir müssen mal tatsächlich in der Story weiter. Also wir sind bei fast 14 Minuten, insofern sind wir schon fast die ganze Aufnahme damit beschäftigt. Jetzt kannst du die eine Minute auch noch voll machen. Na, nein, wenn schon. Wir wollen ja ein bisschen was irgendwie noch. Na gut. So, das ist richtig. Ich bin Herr Blaurock. Ich bin Herr Blaurock. Ihr seht ein wenig grün aus. Wohl eher ein Grünschnabel als ein Blaurock. Danke, wie reizend von euch. Es steht euch frei, das Gebiet zu untersuchen. Ach so. Auf dem Stadtplatz wird das Sondertribunal für den bevorstehenden Prozess vorbereitet.
Gedanken wir machen, haben es schwer genug, das ganze Gebiet abzudecken. Also versucht uns aus dem Weg zu gehen. Mhm. Da geht er hin. Weil er gestolpert und auf einer Lanze oder so gelandet ist. Da geht er dahin.